Atmaramasana ist die Stellung der inneren Freude. Atma heißt innen und Rama heißt derjenige, der sich freut. Atmaramasana ist die Bezeichnung für verschiedene Asanas. Zunächst Atmaramasana mit Füßen am Kopf. Du legst dich auf den Rücken und du ziehst die Füße zum Kopf. Bringe die Arme unter den Unterschenkeln hindurch und lege dann die Hände an den Kopf an. Oder gib die Füße hinter den Kopf und nur die Hände an den Kopf. Oder falte die Hände hinter die Schultern. Schaue dabei zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Klassischerweise heißt es von diesem Asana, dass es das Verdauungsfeuer erhöht, dass es die Nadis reinigt und den Fluss des Pranas rechts und links verbessert. Von diesem Asana heißt es, dass es viele Krankheiten heilt. Die Stellung wird auch genannt Adhyatmasana, Pralopasana und Mritibhanjikasana und ist letztlich auch eine Variation von Yoga Nidrasana. Atmaramasana 2. Eine zweite Stellung, die als Atmaramasana bezeichnet wird, ist eine Stellung aus dem Lotussitz heraus. Bringe die Beine in den Lotussitz und dann winde die Arme zwischen Unter- und Oberschenkel hindurch und gib die Unterarme nach oben. Diese Stellung wird auch manchmal als Garbha Pindasana bezeichnet, die Stellung des Embryos im Mutterleib. Auch diese Stellung führt den Geist nach innen, ist eine gute Massage für die Bauchorgane und hilft, das Prana nach innen zu richten.